Auf der Suche nach dem Einstieg in eine Weltraumsimulation bin ich auf den Titel Flight of Nova gestoßen. In diesem Video erfahrt ihr, um was es sich dabei handelt, wie umfangreich das Ganze ist und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy, schön, dass du da bist. Die Raumfahrt an sich ist ein sehr komplexes, umfangreiches und interessantes Thema. Und wenn man sich allgemein gerne mit der Fliegerei beschäftigt und eventuell noch dabei ertappt hat, wie er Ende April wie gebannt vor dem Livestream saß, um das Starship abheben zu sehen, dann könnte Flight of Nova tatsächlich ein Titel sein, der dein Interesse weckt. Der Schwerpunkt liegt dabei ganz klar auf der Steuerung deines Fluggerätes, den Umgang mit Schwerelosigkeit zum Beispiel oder auch anderen Eigenschaften, die weltraumtypisch sind. Wer hingegen epische Weltraumschlachten, Kämpfe mit außerirdischen Lebensformen sucht oder dergleichen, der wird hier dann weniger fündig. Flight of Nova ist Stand jetzt ausschließlich am PC erhältlich und befindet sich dort aktuell im Early Access. Auf Anfrage beim Entwickler hin ist eine Konsolenumsetzung nicht ausgeschlossen. Was bereits jetzt dafür spricht, ist die perfekte Umsetzung auf die Controller-Steuerung. Alle meine Flüge habe ich bisher mit dem Xbox Series X Controller gesteuert. An sich lässt sich auch das komplette Menü und so weiter per Controller steuern, allerdings ist hier die Maus der bessere Partner. Aber auch hier ist es ja so, dass mittlerweile der Anschluss einer Maus bzw. auch Tastatur und so weiter an einer aktuellen Konsole keine Hürde mehr darstellt. Von daher stehen die Chancen meiner Meinung nach für eine Konsolenportierung sehr gut. Für den PC wird im Ladebildschirm bereits empfohlen, das Ganze mit Controller oder HOTAS-Systemen zu steuern. In den Game-Optionen sehen wir dann hier, dass bereits verschiedene Sprachen verfügbar sind, Deutsch fehlt bisher. Aber auch hier wird sich im Rahmen der Early Access Phase bis zum Full Release noch sicherlich einiges tun. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, stammt allesamt aus der Simulation. Na klar, habt ihr Einfluss darauf, könnt das auch deaktivieren und so weiter. Ich für meinen Teil finde aber, dass die Musik zur sehr angenehmen Stimmung des Spiels beiträgt. Die Grafikeinstellungen hingegen sind für PC-Verhältnisse ja doch sehr eingeschränkt. Ihr habt hier lediglich die Möglichkeit, die Kamera an sich ein bisschen einzustellen und Track IR zu aktivieren. Unter Display habt ihr dann noch die Wahl verschiedener Auflösungen, beziehungsweise könnt ihr hier auch Widescreens und dergleichen verwenden und ihr habt die Möglichkeit, zwischen Fullscreen und Window Mode zu wechseln. So viel zu den Optionen. Unter What's New habt ihr dann immer den aktuellen Eintrag der Updates. Hier ist allerdings scheinbar die Steam-Seite des Games etwas schneller, denn dort gibt es bereits einen aktuelleren Eintrag. Und unter Info oder Bug Report habt ihr die Möglichkeit, Kontakt mit den Entwicklern aufzunehmen, auch zum Beispiel über Discord. Bevor ihr euch nun den Free Mode bzw. die Alpha Maps näher anguckt, empfehle ich auf jeden Fall einen Blick in die Trainingseinheiten. Alleine hier kann man Stunden damit verbringen, die Simulation näher kennenzulernen und sich mit der Steuerung ausgiebig vertraut zu machen. Unterteilt ist das Ganze sehr sinnvoll, beginnend mit der simplen Steuerung an sich bis hin zu komplexen Aufgaben. Auf den Alpha Maps könnt ihr das im Training Erlernte dann direkt anwenden. Es gibt hier mehrere Szenarien, die ihr Stück für Stück freischaltet und jedes Szenario hat dann in sich wieder mehrere Missionen. Hier im ersten Bereich sind es zum Beispiel 37 an der Zahl. Im Free Mode hingegen habt ihr dann direkten Zugriff auf unterschiedliche Szenarien bzw. auch Landeplätze, könnt verschiedene Missionen annehmen, euch jederzeit vom Planeten aus in den Orbit begeben und auch verschiedene Raumschiffe zum Teil direkt anwählen. Und auch hier liegt eine Information vom Entwickler vor, im Sinne von Updates werden zusätzliche Inhalte nach und nach in die Simulation finden. Okay, jetzt wird es aber definitiv Zeit dafür, dass wir uns mal ins Raumschiff begeben. Wir nehmen uns einfach mal die erste Trainingsmission und nach einer kurzen Beschreibung und Ladezeit sitzen wir dann auch schon im Raumschiff. Und sobald wir hier nach der kurzen Zwischensequenz das Ganze kontrollieren dürfen, nimmt uns die Simulation direkt an die Hand. Durch Einblendungen am oberen Bildschirmrand werden wir Stück für Stück an die Steuerung herangeführt.
Hervorragend gelöst wurde, wie ich finde, diese Anzeige dieser kleinen Düsen am Fluggerät. Ihr seht zu jeder Zeit, in welche Richtung ihr wirkt. Auch verschiedene Kameraperspektiven gibt es. Neben der Cockpit-Ansicht gibt es bei diesem Raumschiff zwei Außenansichten. Nach der ersten Trainingsmission geht's dann relativ schnell. Ihr landet bei der ersten Mission ganz einfach auf dem Planeten. Bei der zweiten Trainingsmission habt ihr dann schon ein festes Ziel vor Augen und ihr bekommt eine erste Idee davon, wie aufwendig es ist, mit Hilfe der Vielzahl der Achsenbewegungen eine Punktlandung hinzubekommen. So richtig abgeholt hat mich Flight of Nova aber dann in meiner ersten Trainingsmission in der Schwerelosigkeit. Auch hier nimmt uns die Simulation perfekt an die Hand. Sobald wir uns von der Raumstation gelöst haben, wird uns sofort bewusst, dass jede kleine Auslösung von Schub, egal in welche Richtung, direkten Einfluss auf den weiteren Verlauf unserer Aufgabe haben. Und in dieser Kombination, also der Anspannung, jetzt nichts falsch zu machen, auf der anderen Seite aber dieser Ruhe im Weltall und dem Einsatz der Musik und der ganzen Atmosphäre, hat sich für mich ein fantastisches Spielerlebnis entwickelt. Um euch diesen Eindruck mal im Ansatz ein bisschen näher zu bringen, halte ich mich jetzt in den nächsten 2 Minuten, was den Kommentar angeht, einfach mal ein bisschen zurück, drehe den Sound ein bisschen auf und ihr verfolgt einfach den Verlauf dieser Trainingsmission.
Und so durchlauft ihr viele kleine Trainingsmissionen. Beispielsweise könnt ihr auch Ware annehmen und ausliefern. Dazu fliegt ihr von A nach B, begebt euch in die Tiefen der Raumstation und liefert ab. Die erste große Herausforderung hatte ich für mich tatsächlich beim Andocken an die Raumstation meines Raumschiffs. Für diese Herausforderung ist es einfach eine Grundvoraussetzung, dass man die Steuerung sehr gut beherrscht. Unter Einsatz sämtlicher Achsen und Feinheiten muss man sich entsprechend orientieren, bekommt natürlich auch die eine oder andere Hilfe mit an die Hand und muss sich der Raumstation nähern und letzten Endes andocken. Die Schwierigkeit bei dieser Herausforderung ist ganz einfach, dass jeder kleine Fehlgriff, also jede Steuerung in die falsche Richtung, sofort bzw. dann später nachkorrigiert werden muss, um letzten Endes alles in den grünen Bereich zu bekommen, um dann anzudocken. Unter anderem lernt ihr dann im Rahmen der Trainingsmissionen auch noch den Wechsel von einem auf das andere Raumschiff. Beispielsweise von diesem aktuellen Raumschiff hier einmal der Wechsel zum Frachter. Der Wechsel findet dann auch sehr intuitiv über eine Art Ringmenü entsprechend statt. Auch eine interessante Aufgabe war der Wiedereintritt in die Planetenatmosphäre. Und wer da nicht alles beachtet, der kann auch schon mal verglühen. Ebenfalls sehr spannend ist der umgekehrte Weg, also der Weg in den Orbit in die Umlaufbahn. Und ihr seht schon, oben läuft ein Countdown. Zur Überbrückung der Zeit könnt ihr euch interessante Informationen einholen. Hier vielleicht der Tipp, solange das Ganze nicht lokalisiert ist, macht mit dem Handy einfach ein Foto, habt eine entsprechende App zum Übersetzen am Handy und lasst euch das übersetzen. Das ist wohl der einfachste und schnellste Weg. Im Übrigen könnt ihr den Timer auch beschleunigen, sodass ihr schneller starten könnt. In Phase 2 heben wir dann ab und nehmen Kurs auf die Umlaufbahn.
Sobald wir dann in der Schwerelosigkeit angekommen sind, gilt es, verschiedene Parameter einzuhalten. Auch hier wird wieder oben entsprechend beschrieben, was zu tun ist. Und rechts oben seht ihr die entsprechenden Anzeigen, die in den grünen Bereich bewegt werden müssen. So, und das war bisher alles Training. Und das war auch noch lange nicht alles, aber um die anderen Bereiche auch mal ganz kurz anzureißen, schauen wir uns die auch mal näher an. Beispielsweise könnt ihr euch über den Punkt Alpha Maps in Missionen begeben. Nach einer kurzen Ladephase findet ihr euch im Cockpit eures Raumschiffs wieder und von dort aus könnt ihr jetzt Missionen anwählen, ihr könnt euer Raumschiff reparieren, ihr könnt die Tanks wieder auffüllen und auch eigentlich alles andere uneingeschränkt bewegen und verwenden, wie zum Beispiel den Aufzug der Raumstation, auf der ihr stationiert seid. Wichtigster Bestandteil hier sind aber die zahlreichen Missionen. Hier gilt es dann zum Beispiel wieder Fracht aufzunehmen. Die Strecken sind jetzt aber deutlich weiter, die ihr fliegen dürft. Und die Ziele sind jetzt nicht mehr ganz so einfach anzufliegen, sind teilweise in Canyons versteckt und daher etwas schwieriger zugänglich. Im Free Mode sind wir dann, wie es der Name schon sagt, völlig frei in unseren Entscheidungen, was wir tun, mit was wir fliegen und auch was die Ziele angeht. Hier starte ich jetzt zum Beispiel von der Base 67 mit dem Frachter, um einen großen Container spazieren zu fliegen. Auch hier haben wir dann wieder die Möglichkeit, über das Auswahlmenü links oben anzudocken, die entsprechenden Aufzüge zu bedienen, Missionen anzunehmen, zu reparieren oder auch zum Beispiel den Tank aufzufüllen. Das wiederum wird dann auch in den Displays hier im Cockpit richtig dargestellt. Und so heben wir erneut ab mit unserem Frachter und begeben uns auf die nächste Mission. Flight of Nova ist meine erste umfangreichere Weltraumsimulation. Und der Titel holt mich genau dort ab, wo ich stand. Ich wollte nichts, wo ich mit E.T. reden muss oder gar auf irgendwelche anderen Aliens ballern darf. Achtet mal ganz nebenbei auf die Schallmauer jetzt bei Mach 1. Ich war auf der Suche, was einen gewissen Simulationsanspruch hat, auch was die Steuerung angeht. Der Umgang mit der Schwerelosigkeit war für mich auch ausschlaggebend und der ist ja ganz klar ein Faktor. Gepaart mit einem benutzerfreundlichen Einstieg in die ganze Thematik und einem ansprechenden Umfang, also Missionen und so weiter. All das bietet mir Flight of Nova. Wenn man jetzt bedenkt, dass der Titel im Early Access, also in dem Zeitraum, in dem er sich im Early Access befindet, lediglich 24,99 Euro kostet und auch noch eine Demo mit am Start hat. Also wer möchte, kann das Ganze auch erstmal Probe laufen lassen auf seinem System, läuft es auf dem System und so weiter. Dann ist das unterm Strich schon eine sehr abgerundete und gelungene Sache. Für mich ist Flight of Nova auf jeden Fall eine hervorragende Ergänzung rund um das Thema Flugsimulationen und ich habe die Hoffnung, dass der Titel auch seinen Weg auf die Konsolen findet. Allgemein bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt. Für weitere Informationen findest du unten in der Videobeschreibung entsprechende Links, einmal zu Steam und einmal zum Entwickler selbst. Falls du Ergänzungen oder Fragen zum Gezeigten hast, dann nutze bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Beitrag hier einen kleinen Eindruck darüber vermitteln, was Flight of Nova alles bietet. Wenn dir dieses Video gefallen oder bei deiner Kaufentscheidung vielleicht sogar geholfen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen und falls noch nicht geschehen, über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns entweder auf Discord oder vielleicht bei einem Flugevent mit dem Microsoft Flight Simulator. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche dir eine gute Zeit und bin raus.